Hallo und herzlich willkommen zum ersten Unboxing-Video auf diesem Kanal. Ich bin Tommy der Killer und ich werde jetzt, wie man hier schon sieht, Battlefield 3 auspacken in der UK-Version, allerdings PEGI. Und ja, meins ist jetzt heute erst angekommen, ein bisschen später, weil es eben aus England ist. Allerdings wird es nicht schlimm, finde ich das. Natürlich, ja, hier die Limited Edition mit hier Back to Karkan DLC, das übliche hier hinten. Die Systemanforderungen und so weiter. Und hier Winner of the Best Game and Best Online Multiplayer. Ne? Hier oben steht das. Wenn man es lesen kann, ja, ich glaube schon, keine Ahnung. Die Videoqualität ist jetzt wahrscheinlich nicht die beste, allerdings denke ich, wird es reichen. Wenn nicht, dann Pech. Ne? Dann packe ich es jetzt mal aus. So. Und ja. Was kann man sonst noch zu Battlefield sagen? Ich habe mir zu Battlefield 3, ich habe mir hier auch die Steelbook dazu gekauft. Allerdings habe ich das jetzt nicht irgendwie bei GameStop oder so vorbestellt, wo man es eigentlich nur gekriegt hat, dieses Steelbook hier ist es. Sondern ich habe es, dieses Steelbook habe ich mir einzeln bei eBay gekauft. So sieht es von der Seite aus. Hier wieder ein rotes Licht, naja. So von hinten, da steht sonst nichts, außer hier unten einmal kurz DICE. Ich glaube nicht, dass man das lesen kann, aber ist eben schwarz, matt schwarz. So, dann ist hier Battlefield. Ich muss mal kurz gucken, wegen dem Code. Ja, muss ich hier kurz mal das hier nämlich raus. So. Ja, das ist das Spiel von innen. Hier auf zwei DVDs wird das ausgeliefert. Weiß man ja schon, so wie bei Xbox-Version ist, glaube ich, 11 GB nachher auf dem PC groß. Systemanforderungen sind aber 20 GB. Das liegt wahrscheinlich daran, dass da irgendwas zwischengespeichert wird oder so. Aber nachher auf dem PC ist es nur 11 GB groß, nur in Anführungszeichen. So, hier ist noch irgendwie so ein Flyer drin für Gun Club, dass man da, wenn man sich da anmeldet mit Battlefield 3, da die M1911 dazu kriegt. Und ja, ist nicht schlecht. Hier hinten eine Mass Effect 3 Werbung. So, dann hier ist noch ein zweiter Zettel drin von dem Back to Karkan DLC, den man ja in der Limited Edition, kostenlos dazu kriegt. Der kommt dann Winter 2011, für die, die es nicht die Limited Edition haben, für die wird das ca. 15 Euro kosten. Sind eben 4 Battlefield 2 Maps und Waffen. Hier hinten noch Medal of Honor Werbung. Für den zweiten Teil ist das, glaube ich, keine Ahnung. Und hier ist eben das Handbuch, wenn man das so nennt, wenn man es so nennen kann. Das ist wirklich kein Handbuch, das ist gar nichts. Hier noch so ein paar Warnungen, irgendwelche Lizenzrechte oder was auch immer. Hier vorne ist jetzt der Code drauf, den werde ich jetzt nicht zeigen vorne, aber das ist alles auch nichts Spannendes. Also das ist wirklich gar nichts. Noch weniger als bei manchen anderen Spielen, wo man sich auch schon drüber aufgeregt hat. Also das ist wirklich sehr schade. Das ist bei aktuellen EA-Spielen aber immer so. Und ja, hier eben die beiden Discs. Die gefallen mir eigentlich ganz gut, eben mit diesem Battlefield-Typen vorne drauf. Und ja, da ich jetzt hier das Steelbook einzeln habe, das ist ja ohne Spiel. So sieht das von innen aus. Und dann tue ich jetzt mal die beiden Discs ins Steelbook. So, die erste und auch die zweite, ne, die hier muss da drüber, so, und dann hat man hier das schön im Steelbook drin, ist mehr so für Sammler, natürlich ne, hat auch 18 noch was gekostet, eben auf eBay, das kriegt man so nicht, zumindest nicht so ganz normal irgendwo zu kaufen, und ja, gefällt mir ganz gut, ist eben was für Sammler. Und ja, das war es dann soweit mit diesem Unboxing-Video von Sibuka Minecraft. Das war eben das erste. Mal gucken, wie es geworden ist. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch geben. Und dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal und ciao.